die Angabe als Lohn dafür. 6 zu 5 für Gent. Ja, der wäre wahrscheinlich ausgegangen, aber Lisa Thomsen. Aber trotzdem der Punkt für Schwerin, Ausgleich 6-6. Ja, Lisa Thomsen hatte den Ball geholt und Thormann drückte den Ball knapp drüber. Ausgleich 6-6. Und Pachale jetzt mit der Angabe. Ja, durch den Block durchgedrückt, haben sie den Block nicht zugekriegt. Adlerova und Thormann. Und deshalb der Punkt für Gent. 6-7. Und wir erleben wieder ein ähnliches Phänomen wie im ersten Satz. Gent geht weg, Schwerin kommt ran und dann marschieren wir erstmal im Gleichschritt. So war es, glaube ich, auch im Hinspiel, wenn ich das im Internet richtig verfolgt habe, im Live-Ticker. Wie gesagt, der erste Satz, das weiß ich noch genau, da waren sie 1-9 hinten. Und auch im zweiten Satz aus der Presse habe ich, glaube ich, gelesen, dass sie auch hinten lagen. Ja, und jetzt 2 Punkte Führung wieder für Gent nach einem guten Block und die technische Auszeit. Und vielleicht hören wir mal rein bei Tore. Tore mahnt auf jeden Fall mehr Kommunikation an, dass sie den Spielzug, wenn sie ihn dann spielen, auch ansagen müssen, um mit dem nötigen Zug, mit dem nötigen Druck zu kommen, um die Belgier auch unter Druck setzen zu können. Und sowas Ähnliches war mir auch aufgefallen. Die Nisanke, die zwar variabel spielte, raus auf Adlerova vorhin, aber der Block stand ja noch, weil er genug Zeit hatte, weil nicht genug Schwung da war. Auf Schmariner Seite und genau das hat Tore jetzt angemahnt. Und er ist auch nicht mehr so entspannt. Und es bahnt sich ein Wechsel an. Mannschaftskapitän Julia Retzlaff macht sich spielfertig. Und der Falken hier mit der Angabe. Und der Punkt durch Patricia Thormann. Aufschlagspiel abgenommen, Punkt gemacht, 7-8. Und er schlägt auf Vindula Adlerova. Diesmal guter Block von Mira Topic. Der sah gar nicht so gut aus, der sah sehr löchrig aus, aber sie hat die Hand am Ball. Drückt ihn wieder rüber, der Ausgleich 8-8. Das haben wir kurz gesehen, eine klare Anweisung von Tura an Adlerova, wie der Aufschlag zu sein hat. Schauen wir mal, wo der hingeht. In die hintere linke Ecke, das scheint also eine ausgemachte Schwachstelle zu sein. Da war jemand dran. Da war jemand von Schweriner Seite dran. Ja, so zeigt es auch der Schiedsrichter an und deshalb Punkt für Gent. 9-8 für die Gäste. Laura de Schrever. Gut geschlagen von Thormann. Erneut guter Block. Es war eigentlich gut aufgezogen, das Spiel. Von Denise Hanke. Aber der Ball von Thormann geht ins Aus. Und wieder 2 Punkte Führung für Gent. Ja. Und jetzt schlicht auf die Nummer 10 der Gäste. Laura Schweiber. Und der Ball im Block. 9-10. Mira Topic. Und Patricia Thormann mit der Angabe. Und das war von den Belgiern gut gespielt. Der war Kaufeld für den Mittelblock nach rechts gerückt und dann war links alles frei. Ja, haben die auch gut beobachtet, die Mädels aus Gent und 9-11. Ganz schwache Angabe und gut gespielt von Kaufeld und Parale.
Aber der Ball kommt nochmal rüber. Das war gut gekämpft. Und erneut Kaufeld. Und jetzt kriegen die Schmeriner den Ball nicht. Und da können sich die Belgier freuen. Da haben sie einen tollen Punkt gemacht. Das beklatscht auch der Trainer wahnsinnig zufrieden. Also der schien ja schon weg, der Ball für die Belgierinnen. Und dann schaffte Schwerin nicht, den Ball im Spiel zu halten. Punkt für Gent, 9:12. Und Auszeit genommen vom Schweriner SC. Tore redet sich schon wieder in Rage. Sagt gerade, es ist das zweite Mal, dass ihr das macht. Ne? Und er sagte, wenn ich es richtig verstanden habe, sowas wie, spielt einfach. Spielt einfacher. Ist natürlich schwer zu interpretieren, was er damit meint. Ja, aber ich denke, die Mädels wissen schon. Sie sind lange genug mit ihm, arbeiten sie zusammen und ich glaube, sie können schon die Gesten oder die Sprachen deuten, die Tore Alexander ihnen damit auf den Weg gegeben hat. Ja, 3 Punkte vor für Gent. Zur Mitte des zweiten Satzes. Und da hat Miratovic aber mächtig Glück. Ja, aber da sieht man aber auch, wie wertvoll sie für den SSC ist. War also auch eine Wurf, eine Schlagkraft drauf, Wahnsinn, die Frau. Punkt für Schwerin, 10:12. Und Denise Hanke jetzt mit den gefürchteten Sprungaufgaben. So, jetzt für die nötige Gefahr sorgen. Kaufeld, klasse gemacht. Mit Übersicht. Am schnellsten geschalten. Punkt für Schwerin, 11:12. Ja, ausgehend von den gefährlichen Angaben von Hanke. Und die kommen jetzt erneut. Oh, da hat sie Glück gehabt. Und den Ball kriegt sie nicht angenommen. Und damit 11:13. Auf der Captain der Gastmannschaft, Van der Steen. Und da war 12:13. Übergriffen, glaube ich, war das. Ja, ich hab auf dem Zeichen der Schiedsrichter gewartet, das kam nicht ganz. Aber da gab es auch kein Reklamieren. Deswegen klarer Punkt für Schwerin. 12:13. Parale da am Block. Toppitz holt den Ball. Hanke gerettet und Thomsen bringt ihn rüber. Parale mit dem Block, aber der Ball geht ins Aus. 12:14. Maud Kedri mit der Angabe jetzt. Ja, die Belgierinnen kämpfen um jeden Ball. Also das sieht man hier ganz deutlich. Die sind gar nicht gewillt, hier nur 3 Sätze zu spielen und wieder nach Hause zu fahren. Sondern denen ist es egal, ob die das Pokalspiel am Wochenende vor der Tür haben. Das merkt man denen, das sieht man. Aber auch Schwerin muss ja am Wochenende wieder in Einsatz. Und zwar auswärts beim Köpenicker SC. Aber alle Achtung vor die Belgierin, das hätte ich so nicht erwartet. 13:14. Ja, Berit Kaufeld ist bei der Angabe. Ja, natürlich, das zeichnet sie aber auch. Sie stehen ja nicht im Pokalfinale, während der Punkt durch die Angabe von Kaufeld. Sondern sie werden ja auch als Sportstadt in Flandern ausgezeichnet und wahren Sportgeist zeigen sich hier in Schwerin heute. Naja, und außerdem ist es ja eine Ehre eines jeden Sportlers, wenn er europäisch irgendwo auf der Bühne seinen Sport betreibt, dann will man sich natürlich nicht abschlachten lassen. Ist doch auch eine Einstellungssache und die ist vollkommen okay. Ja, nee, ganz im Gegenteil, von abschlachten sieht das gar nicht aus, das ist ein gefährlicher Gegner bisher. Auch wenn unterm Strich im ersten Satz die Schwerin durchsetzen konnte und auch jetzt mit 15:14 führt und Kaufeld zum dritten Mal an die Angabe darf. Ah, der war zu weit, 15:15.
Sie machen bisher ein tolles Spiel, die Belgierinnen hier. Und mit ein bisschen mehr Glück gewinnen sie auch so einen Satz. Ich habe auch das Gefühl, sie kommunizieren mehr als der SSC. Das, was Tore auch angesprochen hat. Man hört sie immer sehr, sehr deutlich, ja. Ja, man sieht sie da auch, da ist noch die Angabe. Und er war drüber. Und deswegen beim Stand von 16 zu 15, wir erinnern uns genau wie im ersten Satz. Technische Auszeit und Schwerin in Führung. Naja, aber du hast recht, die Belgier, sie reden sehr, sehr viel. Wir haben das eben gesehen, auch bei der Angabe von ihnen ins Aus ging, wie die Spielerinnen noch untereinander miteinander kommunizieren, dass sie da zusammen gewachsen sind und mit ein bisschen mehr Glück im Spiel würden sie hier führen. Ja, also egal, welche Mannschaft hier heute Abend gespielt hätte, wer im Achtelfinale des Challenge Cup antritt, der ist nicht irgendwo eine No-Name-Adresse. Die können schon was. Davon kann man mal ausgehen und davon gehen wir auch aus. Und spannendes Spiel. Gibt es nichts weiter zu beklagen hier. Naja, das kommt natürlich ganz drauf an, wen man fragt. Ich glaube, Tore hat noch einiges zu beklagen. Ja gut, aus Sicht der Fans meine ich natürlich. Und wenn ich da so an Münster denke, da war das lange nicht so spannend. Nee. Das ist wahr, aber da haben wir auch schon spannende Spiele in der Bundesliga erlebt. Und auch im DVV-Pokal das Spiel gegen Stuttgart. Zwar traurig aus Schweriner Sicht, da es verloren ging, aber spannend war es. Über 5 Sätze. Und der Punkt für Schwerin, technischer Fehler. Maja Pachale beim zweiten Aufschlag. 17 zu 15. Sehr gut aufgepasst von Patricia Thormann. Schön gespielt von Adler Robber, einfach abgelegt. Wieder spektakulärer Ballwechsel hier. Und wieder mit dem glücklichen Ende für die Gäste aus Gent. Ja, es war ein schöner Ballwechsel. Man hat die Zuschauer gehört, dass sie richtig mitgehen. Mit Aufschreien und man merkt, dass es ihnen hier viel Spaß macht in der Arena in Schwerin. Die Kacke. Und technischer Fehler wieder auf der Seite von Gent. Und damit der einfache Punkt für Schwerin. 18 zu 16 und Adler Robber geht aus dem Spiel und Janine Völker kommt. Und da muss auch alle seine Richtigkeit haben und Parale geht aus dem Spiel und dafür kommt Julia Retzlaff. Thormann versucht jetzt auch die Halle nochmal mitzunehmen in dieser entscheidenden Phase des zweiten Satzes. Weil nach der zweiten technischen Auszeit sind wir im letzten Drittel und da geht es um nicht mehr, um nicht weniger als den Satzgewinn. Janine Völker.